In der modernen Zahnmedizin gibt es verschiedene Alternativen zur Wurzelbehandlung, die in bestimmten Fällen eine ebenso effektive und weniger invasive Behandlungsoption darstellen können. In diesem Video werden wir uns einige dieser Alternativen genauer ansehen und erklären, wie sie funktionieren. 1. Zahnextraktion. Eine der einfachsten Alternativen zur Wurzelbehandlung ist die Extraktion des betroffenen Zahns. Dies kann in Fällen empfohlen werden, in denen der Zahn stark geschädigt oder nicht mehr zu retten ist. Durch die Extraktion des Zahns können Schmerzen und Infektionen beseitigt werden und in einigen Fällen kann der fehlende Zahn durch Implantate oder Bra-1/4-Zähne ersetzt werden. 2. Pulpaverkapselung. Bei der Pulpaverkapselung wird der betroffene Zahn nicht geöffnet und die Bakterien im Zahninneren werden durch spezielle Medikamente abgetötet. Dadurch wird der Enzym-1/4-Endungsprozess gestoppt und der Zahn kann erhalten bleiben. Diese Methode eignet sich besonders FA-1/4-R-Patienten, die Angst vor zahnärztlichen Eingriffen haben oder bei denen die Wurzelbehandlung aufgrund von anatomischen Besonderheiten des Zahns schwierig ist. 3. Pulpotomie. Die Pulpotomie ist eine weitere Alternative zur Wurzelbehandlung, bei der nur der obere Teil des Zahnnervs entfernt wird. Diese Behandlung wird häufig bei Kindern angewendet, deren Zähne noch in der Entwicklung sind. Die Pulpotomie kann den Zahn schmerzfrei machen und das Wachstum des bleibenden Zahns verhindern. 4. Örtliche Antibiotikatherapie. Bei der örtlichen Antibiotikatherapie werden Antibiotika direkt in den betroffenen Zahn eingebracht, um die Bakterien im Zahninneren abzutöten. Diese Behandlung kann bei bestimmten Enzym-1/4-Endungen und Infektionen effektiv sein und die Notwendigkeit einer Wurzelbehandlung verringern. Sie kann auch als ergänzende Behandlung zu anderen Optionen wie der Pulpaverkapselung oder der Pulpotomie eingesetzt werden. 5. Laserbehandlung. Die Laserbehandlung ist eine innovative Technik, bei der ein spezieller Laserstrahl verwendet wird, um die Bakterien im Zahninneren abzutöten und den betroffenen Bereich zu reinigen. Diese Behandlung ist schmerzfrei und benötigt keine Anästhesie. Die Laserbehandlung kann in einigen Fällen eine effektive Alternative zur Wurzelbehandlung sein und wird zunehmend von Zahnärzten weltweit eingesetzt. 6. Homöopathische Behandlung. Einige Patienten bevorzugen alternative Heilmethoden wie die Homöopathie zur Behandlung von Zahninfektionen. Homöopathische Mittel können verwendet werden, um Enzym-1/4-Endungen zu reduzieren und Schmerzen zu lindern, ohne dass eine Wurzelbehandlung erforderlich ist. Es ist jedoch wichtig, einen erfahrenen Homöopathen zu konsultieren, um die richtige Dosierung und Anwendung der Mittel zu gewährleisten. Insgesamt gibt es eine Vielzahl von Alternativen zur Wurzelbehandlung, die je nach individueller Situation und Bra-1/4-Öffnissen des Patienten geeignet sein können. Es ist wichtig, mit einem erfahrenen Zahnarzt A1/4-BER die verschiedenen Möglichkeiten zu sprechen und gemeinsam die beste Behandlungsoption zu wählen. Letztendlich sollte das Ziel jeder zahnärztlichen Behandlung darin bestehen, Schmerzen zu lindern, Infektionen zu beseitigen und die Zahngesundheit langfristig zu erhalten,